So, an dieser Stelle einmal für den Hinterkopf. Wir sind ja jetzt erstmal wieder im ersten Level der dritten Ebene. Also überhaupt in einem ersten Level. Das heißt, wir können es jetzt hier auch erstmal wieder etwas ruhiger angehen lassen. Also wie gesagt, wir wollen auf jeden Fall einen Verkauf-O-Mat finden. Das ist, glaube ich, eine Bärenfalle, da sollte ich nicht reinlatschen. Eine Sache, die man bedenken muss, hier ist... Oh, meine Güte, fast in die Bärenfalle reingelatscht. Dass wir hier es immer wieder mit Kannibalen zu tun haben, die einfach einmal aus irgendwelchen Gebüschen springen. Ach, sag mal, wir sind gar graziös. Deswegen haben die Bodensachen sich nicht ausgelöst. Siehst du, da ist der erste Kannibale, der hinter mir herläuft und jetzt hat der mir irgendwas geklaut. Zum Glück nicht meine Betäubungs... Okay. Ja, komm. Werde bewusstlos, mein Freund. Werde schläfrig. Werde schläfrig. Werde ganz schläfrig. Das Kannibalen nur. Ich meine, wir haben eigentlich genug Geld. Wir könnten hier mal so einen mysteriösen Gegenstand, einen Geistersprenger... Na gut, das hätten wir jetzt eigentlich nicht gebraucht. Was ist das eigentlich? Aha, wir können Wasser vergiften, oder was? Okay. Vielleicht nicht hier. Also ich meine, das könnte ja sein, dass dieses Wasser hier zum Gebäude da oben gehört. Oh, das sollte man natürlich absolut nicht machen. Wisst ihr was? Ich bin dazu geneigt, jetzt hier einfach einmal durch die Bärenfalle durchzulatschen. Ja, wir sind graziös und deswegen kann ich durch die Bärenfalle latschen. Großartig. Okay, wir führen einen Gegenstand ein, und zwar, so, wir gucken uns einmal erstmal die Karte an. Alles etwas systematischer jetzt, bitte. Schon wieder durchs Gebüsch gegangen. Das kann auch mal böse enden. Wir haben hier irgendeinen Kollegen, wir haben da irgendeinen Kollegen. Wir haben hier ein Computerterminal. Achso, nee, das ist kein Computerterminal, das ist ein Bankautomat. Okay, wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen hier schon durch drei Räume durch. Das bedeutet auf jeden Fall, wir wenden verwirrt als... wir wenden verwirrt an. Verwirrt. Sie sind alle verwirrt. Wie schön. Und betäubt. Oh, Moment mal. Ich will ja nicht auch noch selber verwirrt werden. Das wäre jetzt nicht so günstig. Laser ignorieren mich ja. Bekanntermaßen. Oh. Oh, ich muss also das Computersystem deaktivieren. Ui. Ui, ui, ui. Okay, komm, bleib doch mal mit dem Rücken zur Wand. Schönes Ding. Wasser verschmutzen, ja gut, keine Ahnung, dass das überhaupt noch sein musste. Ja. Wir können über die Bodenplatten rüberlaufen. Ah, es ist großartig. Diese ganzen, also im Moment fügt es sich von der Menge der... Oh, oh, oh. Oh nee! Das heißt aber nicht, dass ich in offene Öffnungen kann ich nicht rein. Das bedeutet das nicht. Das wollte ich natürlich nur ausprobieren. Hehe. So, und wir sind auch noch vergiftet. Das heißt, es wird Zeit für die Regenerationsspritze. So. Genau, genau. Lass dich mal von deinem eigenen Sicherheitssystem killen. So, wir regenerieren noch Gesundheit für 4 Sekunden. 3... Oh, 1 und das war's. Und versuchen hier jetzt mal unbeschadet wieder rauszukommen. Da ist doch eine Tür. Laufen doch einfach durch die Tür raus. Wie wär's denn damit? So, Teleportation. Neutralisieren. Oh, 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 mein lieber Himmel. Komm, wollt ihr nicht ein bisschen mit denen da beulen? Ich weiß nicht, beim besten Willen nicht, wie ich das machen soll. Ach, sie laufen aber weg. Okay, dann, wir müssen mal ein bisschen in die Trickkiste schauen. Ich meine, wir haben hier den Geistersprenger. Das bringt uns eigentlich nichts. Pistole bringt uns auch nichts. Wir könnten sie langsam machen.
Ich sag mal, da unten war doch aber auch ein Verkaufsautomat, ne? Ich hoffe, der ist jetzt nicht in dem Gebäude drin, sondern draußen. Vielleicht können wir da ja mal kurz hinsneaken. Jo, können wir. Fein. Verkaufomat. Wir verkaufen diese ganzen Offensivgegenstände. Das sind, ach, das sind alles Kannibalen. Deswegen sind die so unentspannt. Türsprenger war eigentlich ganz praktisch. Okay. Genau, wir könnten den Zucker zu uns nehmen. Ich glaube, genau, wir haben hier unten ja. Erstmal essen wir mal was. Wir haben hier einen Laden. Können wir Whisky kaufen? Naja, ich sag mal so, wenn wir das schon machen können, dann machen wir das auch. Wer weiß, wann sich die Gelegenheit wieder ergibt. Verteiler, Drogendealer. Schwierig. Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach sagen, meinen hippokratischen Eid, den vergesse ich jetzt einfach mal für dieses Level. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich will mal... Ich meine, wir können ja mal kurz die Jungs und Mädels mal ein bisschen beobachten. Ich meine, vielleicht kann ich ja sogar... Irrsinnige Idee. Ich mache jetzt den Hörverzerrer. Okay, das hat nicht funktioniert. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber vielleicht kann ich ja wirklich genau den ich neutralisieren soll, ja, mit der Betäubungspistole erwischen. Ach komm, ey, Leute. Ach nee, jetzt habe ich auch keine Betäubungspistole mehr. Ach, so was Blödes. Komm hier, sei... Ach, warte mal, ich habe doch... Ach, ich habe doch schnell sogar irgendwo... Ja, genau, ich habe ja den Zucker. Okay, wir machen dasselbe Spiel einfach nochmal. Und dann hoffe ich, dass, wenn sie mir dann quasi wieder... Wenn sie wegzulaufen versuchen... Mal. Geht's noch? Eieiei. Okay, das ist wirklich eine Situation, die man als Arzt nicht gut gelöst bekommt. Hört er jetzt irgendwann auch mal wieder auf, hinterher zu rennen, oder? Töten? Wieso eigentlich töten? Zerstörer. Wir haben ja auch noch, ja, okay, wir haben auch noch die Bananenschale. Tun wir die mal hier hin. Okay. Wir nehmen das Geld und hauen ab. Jetzt mal schön Whisky saufen. Komm, ey, Jungs. Okay, wir sind einen losgeworden. Schaut mal an, wir können uns... Das wusste ich auch noch gar nicht. Wir können uns im Gebüsch verstecken. So, jetzt sind wir einen schon mal losgeworden. Wieso haben wir denn jetzt nicht das Eichhörnchen? Komm, komm mit. Wir laufen mal über Bärenfallen zusammen. Klasse. Okay, wir laufen einfach über weitere Bärenfallen. Komm, komm hier. Hallo. Hallo, Mädel. Okay, und jetzt den Zucker nehmen. Ja, 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 ja. Ja, doch, Gegenstände verwenden hat schon seine Vorteile. Das muss man schon sagen. Im Laden kaufen. Cocktail wollen wir eigentlich nicht haben. Weil wenn wir schon mal schnell sind, dann können wir auch mal hier schnell weglaufen. Hier sind alle möglichen Gegenstände. Mal, was will er denn jetzt? Achso, ja, ja, gut. Oha. Und raus hier. Ja. Also, wir müssen ein bisschen langsamer angehen lassen, wir haben Gegenstände verwendet. Und wir haben überlebt. Stärke wollen wir nicht. Mauerzerstörer, ich verspreche, ich bin zurück.
Leute werden nicht böse, wenn du ihnen Sachen klaust. Klauen wir denn tatsächlich? Wir nehmen natürlich manchmal was aus Kisten raus. Ich glaube, wir nehmen den Mauerzerstörer. Weil damit haben wir dann die Möglichkeit, eben direkt in gewisse Gebäude reinzugehen. Okay. Wir sind noch so weit weg vom Ableveln, dass wir auf jeden Fall mal die... Wir haben auf jeden Fall noch... Dass wir die Gesundheit mal ein bisschen auffüllen sollten. Das haben wir gemacht. Wir haben eigentlich noch mehr zu essen. Wir müssen mal die zwei Bier nochmal gesoffen. Und wir haben ja noch ohne Ende Fraß. Was ist das eigentlich? Das ist die Langsamspritze. Die müssen wir eigentlich jetzt nicht direkt im Schnellauswahlmenü haben. Sonst wählen wir die nämlich noch aus Versehen. Wir nehmen da mal die EMP-Granaten. Geht das? Nee. Die sind natürlich als Waffe... Aber wir nehmen das einfach mal raus. Munitions, die brauchen wir natürlich auch nicht. Aber das ist auch... Ist auch wurscht. Okay. Ja. Nee, ist klar. Junge, ey. Lauf doch mal in die Bärenfalle rein, Mann. Jung. Oh Mann, ey. Die halbe Stadt ist hinter mir her. Ich bin nicht schnell. Sag mal! Oh. Genau, haut euch bitte mit anderen Leuten. So. Ja. Vorteil als Arzt ist, wir haben ein sechsstelliges Einkommen und können uns deswegen alles leisten. Sag mal, könnt ihr bitte mal einfach über die scheiß Bärenfalle laufen? Genau, prügelt euch mal gegenseitig, bitte. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wow. Och nee, echt. Ach, ich glaub's nicht. Von dem soll ich den Gegenstand einstecken? Na toll. Also den muss ich im Prinzip über die Bärenfallen führen. Hat funktioniert. Nehmen wir mal hier die zweite Bärenfalle. Ja. Fein. Weißt du was? Scheiß auf den hippokratischen Eid. So. Erste Mission erfüllt. Unter Aufwendung hoher Kosten. Oh. Aber wir leben noch. Wir leben noch, wir leben noch. So, und wir nehmen mal die Axt mit. Die können wir nämlich immerhin verticken. Wir gucken mal, ob der Kollege uns noch was verkaufen kann. Nur ein Cocktail leider. Mann, ey, überall. Genau, genau, komm. Das ist doch fein. Sag mal, Junge, echt, ich habe gar nichts gemacht. Ja, genau. Okay, die Ladenbesitzer kann ich also irgendwie versuchen zu instrumentalisieren. Ja, genau, komm. Wunderbar. Kloppt euch mal gegenseitig hier, Spacken. So, wir fliegen hier mal rüber. Ich meine, hier könnte ich tatsächlich mal... Sag mal, will der mich jetzt auch hauen? Nee. Okay. Hier können wir tatsächlich mal den Zünder platzieren. Dann könnte es sein, dass der Generator explodiert. Ich verstecke mich jetzt einfach. Niemanden alarmiert. Niemanden getötet. Cool. Okay, sag mal. Ja, nee, ist klar, ey. Ich laufe einfach meterweit weg, läuft irgendjemand aus dem Gebüsch raus und das muss natürlich derjenige gewesen sein. Naja, okay. Ich würde es wahrscheinlich auch denken. Zugeben. So, naja, warum soll ich in dem Gebüsch drin stecken?
Es ärgert mich natürlich trotzdem. Oh, 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 das hört sich ganz nach Vampir an. So. Wie gesagt, wir sind wieder ein bisschen schwach auf der Gesundheitsfront. Da kann man natürlich sowas jetzt überhaupt gar nicht gut gebrauchen. Lauf doch bitte über die Bärenfalle, mein Freund. Hab mich extra hier für dich hingelegt. Och nee. Ich glaube, ich will lieber wieder zurück zu meinem Freund im Laden. Sag mal, der will mich jetzt auch noch. Ja, okay, der wollte mir nur was klauen. Fair enough. So, wo war denn der Ladenbesitzer? Ja, genau. Könnt ihr nicht einfach über die Bärenfalle laufen? Das wäre so toll. Ich glaube, der Ladenbesitzer mag die nicht. Okay, es ist ihm doch scheißegal. Okay, okay. Das wird anstrengend. Oh Mann, ey. Vor allem, wenn ich auch noch immer an Bäumen hängen bleibe. Lauf doch mal über die verdammte Bärenfalle. Einer wenigstens. Keine Gesundheit mehr, die ich auffüllen kann. Ich weiß gar nicht, was das für eine Spritze ist. Mit der kann ich langsam werden. Ja, toll. Leute, irgendwann muss euch doch auch mal langweilig werden. Scheint nicht der Fall zu sein. Okay. Gut. Das hat jetzt schon mal funktioniert soweit. Ich verstecke mich jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass das hinhaut. Hingehauen. Ich habe immer noch Angst. Wir könnten aber das mit dem Hackerwerkzeug erstmal probieren. Wir hacken jetzt diesen Computer. Außen versteckt sein. Wir öffnen die verschlossenen Touren. Wir öffnen den Tresor. Wir machen fertig. Genau, haut euch doch bitte alle gegenseitig. Level Eingang. Okay, toll. Einmal quer durchs ganze Land. Na gut, er ist eh tot. Das heißt, wir können ihn auch nicht mehr retten. Jetzt muss ich mich auch noch ausgerechnet mit einem schnellläufigen Dieb auseinandersetzen. Ja, einfach raus. Genau, genau, genau. Und jetzt kommt aber auch noch das dritte Level. Okay, ja. 3-3. Haben wir auch schon länger nicht mehr gesehen. Okay. Kriegsgebiet, lande nicht mittendrin. Okay, wir werden uns auf jeden Fall... Ich meine, das bedeutet aber auch, da ist auf jeden Fall... Ist ja auch interessant, das habe ich bisher noch nicht so gesehen. Man kann also erkennen, wo diese verdammten... Wir verstecken uns einfach... Und gucken uns erstmal sein Inventar in Ruhe an. Wir haben eine EMP-Granate. Ich meine, da können wir eigentlich mal einfach reingehen. Sobald. Genau das warten wir noch ab. Nee, das gefällt mir auch nicht. Genau. Tötet euch erstmal alle. Och, nee, du.
Also wenn Soldaten und... Wenn Soldaten und Kannibalen sich gegenseitig platt machen, dann kann man eigentlich auch nur gewinnen. Oh Mann, ey, das ist doch irgendeine Art Roboter auch noch. Ja, ich weiß, es ist jetzt vielleicht nicht das Spannendste, aber ich glaube, das ist gerade für unser Überleben ganz günstig. Genau, komm, murkst euch mal alle ab. Okay, ich glaube, jetzt können wir mal versuchen, sobald der jetzt uns wieder sich mit dem Rücken zuwendet. Öffnen und schlafen legen. So, wir gehen hier rein, öffnen den Tresor, verschmutzen das Wasser. Ach guck mal, und der Kollege ist schon, der hat sich irgendwie zerlegt, aus welchem Grund auch immer. Kann es aber auch völlig egal sein. Sicherheitssystem platt gemacht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir... Oh, sind wir jetzt hier gerade getroffen worden? Ich glaube schon. Idiot. 10 Gesundheit nur noch. Sieht nicht gut aus. Außer in dem verrückten Blutbad da draußen lässt vielleicht jemand mal Essen fallen. Ach, jetzt haben wir wieder 30 Gesundheit. Wie kommt denn das? Ach, wir haben da auch noch Sachen, die wir uns reinziehen können. Gut zu wissen. Ach, wir haben aus irgendeinem Grund regenerieren wir gerade die Gesundheit. Ach, weil wenn Leute getötet werden. Verstehe. Ich verstehe zwar nicht, warum das was mit mir zu tun hat, aber nehmen wir das einfach mal so hin. Genau, ne? Wegen meines Tötungsgesundheitsartefakts. Das ist ein interessanter Nebeneffekt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, dass... Okay, das wirkt sich allerdings auf meine große Aufgabe aus. Bei dem Preis bin ich durchaus im Moment bereit zu bezahlen. Okay, wir haben echt noch gar keine Mission erfüllt. Ach Leute, ich meine, irgendwann müsstet ihr doch auch mal alle tot sein, oder? Ist ihr mir echt lieb, wenn ihr die Kannibalen platt macht. Ich weiß gar nicht, was dieser komische Roboter da macht. Okay, wisst ihr was? Wir versuchen jetzt einfach mal. Sind wir wieder bei 100% Gesundheit? Okay. Wisst ihr was? Wir machen jetzt hier einfach nicht ins Loch fallen. Alles auch schon passiert. Wir laufen hier durchs Wasser durch. Oh, vergiftet. Aber schnell auch. Ich kann mich offensichtlich auch... Ach du lieber Himmel, okay, ich kann mich doch nicht verstecken. Während die... Sag mal... Oh nee, du, echt. Level up. Keine Ahnung warum, aber... Wahrscheinlich wegen der ganzen umgebrachten Leute, für die ich zwar eigentlich gar nichts kann, aber... Die mir aus irgendeinem Grund zugeordnet werden. Leute, lasst mich doch alle in Ruhe. Vergiftet, schon wieder vergiftet. Ach Leute, echt. Freigeschaltete Spielfigur Barkeeper, ja. Nicht, dass ich damit irgendwas zu tun gehabt hätte. Aber who cares? Wen interessiert's? So, was ist denn das eigentlich für ein komisches Ding? Verteiler. Wir können uns mal eine neue... Okay, das können wir uns leider nicht noch leisten. Dass ich mich jetzt irgendwie mal auch um die Mission kümmern kann. Also mal, eigentlich war das jetzt nicht so schlau. Wir gehen ja erstmal hier rein. Wir gucken mal, was überhaupt die Mission ist. Wir sollen da einen Zahn finden. Ich glaube, der liegt da sogar nur noch rum, weil die ganzen Leute schon gekillt wurden. Ach du lieber Himmel. Genau, killt euch gegenseitig. Das ist immer gut. Ja, wenn zwei sich streiten und so weiter,
Der Roboter macht einfach sauber, ey. Ich glaube, ich spinne. Okay, aber wir haben es im Moment. Im Moment leben wir noch. Aus irgendeinem verrückten Grund. Ach du lieber Himmel. Guck mal, da ist eine Bärenfalle. Die ist extra für dich. Ich weiß gar nicht, ohne Ende nicht Zombies, sondern Kannibalen. Wo kommen die denn bloß alle her? Ah, okay, Vergiften ist beendet. Genau, jetzt warten wir einfach wieder ab, bis die sich gegenseitig killen. Ich bin wieder mal schnell aus irgendeinem Grund. Das nutzen wir, um jetzt hier mal zu unserer... Ach, Leute. Echt. Ich glaube, ich spinne echt. Bananenschale. Mein Gott. Okay. Okay, erzähl mir nicht... fragt mich nicht, woher ich das ganze Glück habe. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Okay. Genau, Soldaten. Killt euch mal alle. Dankeschön. Ich weiß, ihr tut es nicht für mich, aber es wirkt sich auf mich positiv aus. Ach Leute, ernsthaft. Kannibalen mit Schusswaffen sind echt eine üble Kombi. So. Wie gesagt, aus irgendeinem verrückten Grund bin ich immer noch am Leben. Brechstange benutzen. Gegenstand einsacken und raus hier. Achso, das ist ein Elektrozaun, wie es scheint. Ich glaube, ich spinne. Ich habe es wirklich geschafft. Freigeschaltete Mutator. Gebiet entfernen. Park. Aha. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich den Park überhaupt jemals schon mal geschafft habe. Beunruhigende Gesichtsausdrücke. Verräter. Nahkampfangriffe, Drogen auf Ex. Alle Spritze werden erkannt. Ich bin für beunruhigende Gesichtsausdrücke, weil es scheint ja dann doch immer wahrscheinlicher zu werden, mal in eine direkte Auseinandersetzung zu geraten. Und da dann Innenstadt. Und da dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, dass der Gegner einfach abhaut, weil er Angst vor meinen Gesichtsausdrücken hat. Ist doch eigentlich super. Was ist das eigentlich? Kann ich nicht manipulieren? Bitte nur autorisierte Bürger. Aha. Aktueller Lauf. Okay, ich habe 74 von 30 Leuten gekillt. Zwar nicht aktiv, aber... Wie gesagt, irgendwie wurde es mir zugeordnet. Was sind denn das für Jungs? Die sehen ja krass aus. Wenn ich nicht denen nachher auch noch auseinandersetzen muss, dann aber gute Nacht. Hallo Officer. 90 kostet das jetzt dieses Mal. Ach du lieber Himmel. Ich glaube, der will mir eh noch was klauen, aber ich kann es ja versuchen, zumindest hinauszuzögern. Gut, da sollen wir einen Gegenstand einstecken. Okay, aus irgendeinem verrückten Grund habe ich mal wieder Glück gehabt. War sowas von Glück. So, wir haben die erste Mission schon erledigt. Ja, wir laufen einfach. Ich meine, das ist ja eh ein schöner Spazierweg, ne? Ach, und mir ist so warm. Ich glaube, ich schwimme mal eine Runde. So. Jung, also irgendwann kann es doch mal aufhören, mich zu verfolgen. Es wird doch langsam Banane. Naja, egal. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Ach Leute, echt, wirklich, wie kann es denn sein?
dass die nun überhaupt nicht mehr aufhören, mich zu verfolgen. Ich meine, irgendwann ist es doch nun auch echt langweilig. Ich glaube, ich muss irgendwas zum Verstecken finden. So, wunderbar. Wie dämlich ist der denn eigentlich? So, was haben wir denn noch zu erledigen? Wir sollen noch einen Dieb neutralisieren, Gangster neutralisieren. Naja, vielleicht ahnt er das ja. Warte mal, wir haben doch eigentlich wieder die Betäubungsgeschichte aufgefüllt. Geld. Geld ist immer gut. Och, nee, du. Nein! Nein! Fall um, Junge. Fall um. Ja, jetzt fall endlich um. Ja. Dankeschön. Danke, danke, danke. Wir hatten noch einen Whisky übrig. Wie geil ist das denn? Wir gehen mal hier in die Bar rein. Leute, ich bin ein aufrechter Bürger, der nie jemandem was zuleide tut. Ich möchte gerne was kaufen. Und zwar euer ganzes Bier. Whisky kann ich mir leider nicht mehr leisten, aber wir haben hier einen Verkauf-O-Mat. Wir verkaufen alle möglichen Sachen. Damit könnt ihr euch gerne hier dann jetzt gegenseitig umlegen. So, Nahkampf-Lebensdauer-Spray. Munitionstyp brauchen wir auch nicht. Ich weiß auch nicht, Geistersprenger. Über natürliche Personen. Es wäre natürlich schön, wenn... Ich weiß nicht, ob Kannibalen als übernatürliche Personen gelten. Ich glaube aber nicht. So, wir haben aber auch schon 118 Geld. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall jetzt hier auch noch den Whisky leisten. Genau so. Und ehrlich gesagt, das ziehen wir uns auch einfach gleich alles rein. Und wir müssen immer noch diesen Gangster hier platt machen. Was haben wir hier denn? Feuerzeug. Okay. Ich habe jetzt Nikotin. Ich weiß noch nicht, was das bringt. Wow. Das ist also auch immer noch so eine Möglichkeit, Leute loszuwerden, potenziell. Achso, wir müssen aber noch ein Haus weiter. Ach komm, Leute. So. Okay. So, back to the roots. Als Arzt sind wir immer in der Lage... Raus hier und einfach erstmal komplett einmal aufs Gebäude rum. Wow, der hat fast den Polizisten komplett mitgenommen. Wir nehmen auf jeden Fall mal das, den Erste-Hilfe-Kasten mit. So, okay. Ich check's einfach immer noch nicht genau. So, Leute, ich meine, warum denn eigentlich ich die ganze Zeit? So, der müsste jetzt mal umkippen, genau, schön. Danke, dass du mich nicht auch noch platt gemacht hast, Herr Polizist, aber mir war es trotzdem so gefährlich. Geld. Kneipe. Kneipe, in der alle betäubt sind. Nein, um ehrlich zu sein, vielleicht sollten wir auch einfach sagen. Gefahr in der Nähe. Och nee, wirklich. Bitte, 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 lasst mich gehen. Ich wollte doch nur weggehen. Och nein. Oh nein. Na gut. Ich finde trotzdem ein sehr schöner Lauf. Soweit bin ich auf jeden Fall noch nie gekommen. Level, was noch? Level 1 oder schon Level 2? Ich glaube. Naja, okay. Jedenfalls bin ich im Park angekommen. In der Innenstadt angekommen, natürlich. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so ist, dann lasst mir doch einen Daumen da. Und
ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.